Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Natürlich heute wieder mit Conan Exiles Age of Heroes. Im letzten Part haben wir die Questreihe von Freya begonnen, haben uns dann auch eine Bar hingebaut, damit sie uns besuchen kann. Wir starten jetzt ins Spiel. Es ist jetzt eine ganze Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal drin war und prinzipiell müssten wir die Quest jetzt weitermachen können. Und wir müssen uns auf jeden Fall einen Barkeeper besorgen, das heißt, wir werden da auch die Camps abgehen. Und eigentlich müsste ich mir eine Rüstung craften und eigentlich müsste ich die Burg weiterbauen und ach herrje, es ist wirklich so viel zu tun. Wir schauen mal, was wir heute davon alles schaffen. Oder wir machen es einfach so, dass ich vielleicht für morgen einen Baupart rausbringe. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Genau Leute, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß und let's go! Jetzt wollte ich gerade sagen, dann gucken wir doch mal an die Bar. Aber Freya steht tatsächlich hier in unserer Bude rum. Und ich würde sagen, wir sprechen dann auch einfach gleich mit ihr. Da bist du ja. Kein schlechtes Lager. Und das Met schmeckt nach Pferdepisse wie in Asgard. Was hast du von den Ältesten erfahren? Sie wussten nichts, was merkwürdig ist, weil es in Sturmmacht üblicherweise Patrouillen aus Neu-Asgard gibt. Also war es das? Du gibst auf? Mach dich nicht lächerlich. Ich werde Angvar nicht aufgeben. Er hat mich auch nicht aufgegeben. Ich sage nur, in Neu-Asgard geschehen seltsame Dinge. Weil sie nichts wussten? Weil sie etwas wussten und gelogen haben. Sobald ich nach dieser Hexe Hulda gefragt habe, waren sie wie vernagelt. Fast als ob... Als was? Als hätten sie Angst. Was keinen Sinn ergibt. Unser Stamm war nie ängstlich, also muss ich der Sache nachgehen. Was wirst du jetzt tun? Jetzt hole ich mir erstmal meine Fähigkeiten zurück. Dann komme ich wieder zu Kräften und dann hole ich mir meinen Mann zurück. Und du wirst mir dabei helfen. Wir sagen einfach, wenn ich helfen kann, dann gerne. Gut, dann hör mir jetzt genau zu. Ich hatte auf der Straße nach Neu-Asgard viel Zeit zu überlegen. Dabei ist mir klar geworden, dass ich mich von dieser Wunde habe aufhalten lassen. Mein Vater hätte dieses Trübsal niemals zugelassen. Er hat mir beigebracht, wie man kämpft, jagt und sich selbst heilt. Er würde jetzt sagen, dass ich kämpfen muss. Mein Schwert aufnehmen und meinen Pfad neu erlernen. Einen Schlag nach dem anderen. Gehen wir. Ich muss üben. Du musst mir den Rücken frei halten, während ich meinen Weg finde. Oh, und wenn du mich auslachst, bohren sich 7 Zoll Stahl zwischen deine Rippen. Ist das klar? Gut. Komm zu meiner Hütte, wenn du für die Jagd bereit bist. Auf Wiedersehen. Das heißt, wir müssen jetzt mit ihr auf die Jagd gehen, damit sie quasi wieder zu Kräften kommt. Ich war gestern übrigens im Off auch nochmal in Sepamero, habe da ein paar Kisten durchsucht, habe auch noch einiges wirklich gefunden, unter anderem eine Lederfessel und sogar auch eine Stahlkeule. Wobei, die brauche ich eigentlich gar nicht. Wir müssen uns ja darauf konzentrieren, dass ich vielleicht an Rüstung komme. Und dass wir einen Barkeeper finden, das wäre halt schon richtig geil. Sie steht jetzt zwar hier immer noch rum, kann ich sie jetzt anquatschen? Nee. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich dann wieder zu ihr reiten. Dann würde ich sagen, verbinden wir das doch, indem wir unser Pferdchen nehmen und dann schon mal die Lager abreiten, wo ich weiß, dass eventuell ja, ein Sklavenkäfig sein könnte. Denn es gibt ja einige, ich denke mal, wir würden jetzt zuerst mal hier hinreisen. Da ist auf jeden Fall ein Käfig. Und dann natürlich auch hier bei der Sturmwacht und auch in Neu-Asgard. Aber ich glaube, da traue ich mich dann noch nicht rein. Wir haben auch Attribute, die wir vergeben können, und zwar ganze 3 Stück. Ich würde sie gerne in Stehvermögen stecken. Gut, dann reite ich los und wir sehen uns dann kurz vor dem ersten Lager wieder. So, wir sind fast angekommen am Ziel. Da ist eine Riesenschlange und eine kleine auch noch. Die können mich mal in Ruhe lassen. Was ist denn das hier? Was sind denn das für Dinge? Ich habe mir jetzt keine Bettstatt mitgenommen. Was kämpft da? Sind die nicht aus dem Mahlstrom, die Dinge? Ich habe Angst. Ich will aber jetzt testen, was hier passiert. Ah ja, okay. Schädliches Gas. Oh mein Gott, und es ist geplatzt. Och nee, da ist ja so... Ach scheiße, Leute. Was wollen die denn jetzt hier von uns? Lasst mich in Ruhe. Weg. Oh mein Gott. Na kommt her, ihr Nervensägen. Scheiße. Nein, kein Bauhammer.
Ich habe natürlich nichts zum Heilen dabei. Das ist sehr, sehr dumm. Habe ich zufällig Pflanzenfasern? Ja, okay. Kann ich mir einen Verband machen? Ja, cool. Dann macht ihr ganz schnell einen Verband. Ach Mann, das sollst du, sollst dich heilen. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall diese Dinger hier an. Lasst mein Pferd in Ruhe. Hör auf damit. Oh mein Gott. Nein. Die machen mein Pferd putt. Kommst du darauf? Ja, du kommst darauf. Okay, dann gehe ich halt hier hin. So, dann kann ich mich jetzt mal wieder verbinden. Hab ich zufälligerweise irgendwas dabei? Nee. Okay, dann. Oh fuck, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Naja gut, wisst ihr was mir gerade eingefallen ist? Ich habe hier, als ich gestern unterwegs war bei den Lagern, auch noch einige Sachen geplündert. Und irgendwo hatte ich da auch eine zwei Rüstungsteile rumliegen. Jetzt weiß ich gerade nur nicht mehr, wo das war. Hier. Die ziehen wir uns auf schon mal, die ziehen wir uns auf jeden Fall schon mal an und auch ein Tattoo. Ich hatte auch irgendwo einen Speer. Wo war denn dieser Speer? Der wäre nämlich ganz gut gewesen jetzt. Hier, perfektionierter Stahlspeer. Den nehmen wir uns mal mit. Und, ja, jetzt muss ich natürlich hinlaufen, weil Pferd nicht da und sonst auch keiner da. So, ich habe es endlich geschafft. Ich bin bei meiner Leiche. Wir nehmen natürlich alles. Und dann gucken wir jetzt erstmal kurz nach. Nee, wobei, ich heile mich nochmal schnell. Pferd lebt noch. Ich brauche mal einen Stahlspeer dann. Hallo, beeil dich doch. Piss dich von meinem Pferd, du Scheiße. Lauf weg. Okay, also mit dem Speer geht es auf jeden Fall deutlich besser. So. Die kriegen wir schon tot. Weg mit euch. Ich möchte das nicht. Au. Nein. Nein, der macht gleich wieder seinen Scheiß. So, jetzt stirb. Ach, endlich. Aha, und die haben dasselbe dabei wie auf Scepter. Okay. Jetzt frage ich mich tatsächlich. Oh, ich bin überlastet. Ich frage mich tatsächlich, waren diese Dinger schon vor dem Update da? Oder was ist das? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss jetzt auf jeden Fall mein Pferd nehmen und ich will an diesen Dingern vorbei, weil das ist eigentlich ja nicht Sinn der Sache. Und wir gehen also hierhin. Ach ja, und hier haben wir ja auch diese blöden... Wo stand denn hier nochmal der Käfig? Ich weiß es nicht. Scheiße, ich blute, ich bin schon wieder gleich K.O. Okay, jetzt müssen wir zuerst die Hyäne... Oh Mann, die ist aber auch Pferd. Du gehst mir auf den Zeiger. Was bist du denn? Ey, die nervt, die Alte. Oh fuck. Sie hat mich verkrüppelt. Blöde Kuh. Nein. Oh Gott, war das knapp. Okay, puh. Das war knapp. So, Pferdilein, wo bist du denn? Komm mit. Ich glaube, wir regenerieren uns mal ein kleines bisschen. Ah, vielleicht hätte ich doch nicht in so ein großes Camp gehen sollen. Vielleicht gehe ich doch lieber hier hoch und gehe dann zu dem Camp, wo ich auch gestern schon war. So, wir sind jetzt angekommen und zwar bei der, wie heißt sie jetzt gleich, Wüstenwacht, glaube ich. Ich sammle mir jetzt aber kurz noch ein paar Pflanzenfasern. Mach mir nochmal schnell hier ein paar Verbände. So, geheilt sind wir.
Dann gehen wir rauf und hoffentlich ist da jemand drin, den wir gebrauchen können. So, du hast erstmal hier nichts verloren, du musst weg. Wunderbar, er ist schon mal tot. Oh, Ohrringe. Scheiße, ich bin ja überlastet, ne? Ach ja, ausgestopfter Wolf braucht kein Mensch. Wo ist denn das Pferd? Da. Dann gebe ich ihm jetzt noch kurz ein bisschen Zeug aus dem Inventar. Ja, was ist denn schwer? Eigentlich dieses ganze Barrenzeugs, gell? So, die Haut ist eigentlich auch schwer. Was noch? Chitin brauche ich nicht. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Jetzt wird es auch wieder hell. Das heißt, wir können wieder was sehen. Das ist sehr gut. Na dann. Kommt her. What is happening? Oh, ein Ding. Benahmter Träge. Eigentlich würde ich gern da hoch. So, dann nehme ich meine Pike. Und du musst ja sowieso weg, du Gefängniswärter. Du musst zumindest mal eine weg und dann können wir uns auch mit der Axt um die anderen kümmern. Komm schon. Auch dich, Baby. Heil dich ja nicht. Jawohl, jetzt ist sie tot. So nicht, mein Lieber. So nicht. Okay, okay, okay. Nochmal reinhauen. Ich bin eine Stufe aufgestiegen und wir haben sie besiegt. Sehr cool. Dann nehmen wir gleich alles mit. Wir haben hier wieder ein zimärisches Ding. Handschuhe, die können wir mal anziehen. Sind besser als unsere. Leider aber kein Oberteil. Naja, gut. Das können wir auch alles mitnehmen. Und wir haben den Schlüssel. Wer verbirgt sich jetzt hier? Ein Schmied 3. Okay. Wow, die hat ja mal die Monster-Dinger. Ist natürlich auch nicht schlecht. Dann folg du mir mal. Und wir gehen jetzt weiter zu Freya und machen da mal die Quest. Und dann müssen wir halt... Also entweder besorge ich einen Barkeeper dann alleine. Oder wenn ihr sagt, nee, ihr wollt da dabei sein, dann dümpeln wir halt noch die restlichen Lager ab. Ach ja, übrigens hat auch jemand geschrieben, dass er das Let's Play jetzt nicht gerne anschaut, weil ich auf dem PvP-Server bin. Ich kann es euch jetzt aber auch nur nochmal sagen, für alle die, die es vielleicht interessiert. Ich bin zwar hier auf dem PvP-Server, aber ich werde während meinen Let's Plays kein PvP betreiben. Denn wir spielen ja hier das Let's Play und die Quest rein und so weiter und so fort. Und deswegen ist das tatsächlich auch an der Stelle nicht angebracht. Das PvP spiele ich, wenn dann, privat auf diesem Server. Und hätte ich auf dem PvE-Server nicht schon einen Level 60-Charakter mit meiner halbfertigen Burg, dann hätte ich wahrscheinlich auch da angefangen. Nur für alle die, die sich das jetzt vielleicht gefragt haben, es wird aktiv hier kein PvP in meinen Let's Plays betrieben. Genau, das wollte ich nur noch mal kurz an der Stelle loswerden. So, Pferdchen, du folgst mir mal nicht mehr und du kannst auch mal da bleiben. Ich muss jetzt erstmal zu der Kiste hier. Und dann zu ihr. Meine Klinge ist schwer. Es ist zu viel Zeit vergangen. Wie lautet der Plan? Beginnen wir mit etwas Einfachem. Mit Kleintieren kann ich üben und erhalte Nahrung. In der Nähe meiner Hütte müsste es Hasen geben. Gut. Dann suchen wir doch mal nach einem Hasen. Und da hinten ist ja schon einer. Und sie ist jetzt unsere Gefährtin. Das heißt, ich kann ihr jetzt auch sagen, hier... Geht zu dem Hasen und ja, sie macht ihn jetzt platt. Na, greifst du ihn auch an oder was? Gut, dann kannst du den hier gleich nehmen. Haben wir denn noch irgendwo ein Häschen? Achso, sie ist schon fertig.
So viel zu den einfachen Dingen. Suchen wir uns eine etwas größere Beute. Habt ihr etwas im Sinn? Jagen wir ein paar Tiere. Tiere, die sich wehren. Ich denke, ich bin dafür bereit. Wie fühlst du dich? Immer noch sehr schwach. Die Wunde scheint an mir zu nagen. Sie schwächt mich. Und ich sehe Dinge am Rand meines Sichtfelds. Welche Art von Dingen? Beunruhigende Dinge. Ich will wirklich nicht darüber reden. Ich bin vermutlich nur müde. Ich habe dieselben Dinge gesehen, als wir hier ankamen. Brauchst du vielleicht etwas Ruhe? Nein, nein, ich bin bereit. Kämpfe mir gegen ein paar Tiere. Oh, und ich habe über meine Wunde nachgedacht. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man einen Schlammwickel anlegt. Er hat darauf geschworen, die beste Wundsalbe, die er jemals hatte. Und nachdem ich die Hexe nicht finden konnte, musste ich etwas unternehmen. Wir sollten die Augen nach den Zutaten offen halten, die ich brauche. Was brauchst du? Feuermus, Singwurzel und Atalis Kuss. Ich weiß nicht, ob alle Pflanzen hier wachsen, aber falls ja, finden wir sie in Höhlen und an schattigen Orten. Lass uns aufbrechen. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir sie mit und düsen gleich mal in die Höhle. Wir finden also zwei Zutaten in der Höhle, soweit ich weiß. So, du kannst dich mal um die kümmern. Ich will keine Steine sammeln. So, ich mache auch mit, aber von hinten. So. Die Arme ist ja noch zu verwundet zu kämpfen. Sehr schön. Naja, gut, wenn du ready bist, dann schnapp dir gleich den. Okay, die Fackel haben wir. Dann können wir endlich reingehen und sehen auch was. Scheiße, und ich habe Durst. Kann ich Suppe essen? Ja, bringt ein bisschen was zumindest. So. Was hat sie gesagt? Da, greif mal den an. Sehr gut. Du bist doch noch eine Kämpferin. So, und hier haben wir die erste Zutat. Und sie pflückt sie. Wunderbar. Weiter geht's. Ich hab sie. Die nächste Zutat müsste eigentlich auch gleich hier ums Eck sein. Genau. Hier, diese Dinge. Komm mal her, Freya. Ah, ja, noch eine Zutat. Was überlegst du? Pflücken. Du störst sie jetzt nicht dabei. Ja, genau. Scheiße, hat sie jetzt gepflückt oder nicht? Müssen wir nochmal schauen. Kommst du nochmal her? Na gut, sie hat es jetzt abgebrochen. Ja, okay, dann hoffentlich hat sie sie. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal in die Höhle gehen. Dann düsen wir jetzt aus der Höhle raus und runter zu den anderen Zutaten. Beziehungsweise ist es eigentlich ja nur noch eine, die fehlt. Und die Zutaten sind aber, glaube ich, bei dem Pfeiler. Ja, holen wir das schnell, gehen zu dem Wolf und dann müsste eigentlich alles fertig sein. So, greif die mal an. Müsste eigentlich auch eine benannte sein. Ja, genau, Dina war es. Und hier ist dann die andere Zutat. Oh, und sie hat auch coole Sachen dabei. Nehmen wir mit und sind wieder überlastet. Leichte Stiefel brauchen wir nicht, kann weg. Alles klar, das reicht, reden wir. Ja, und da sitzt sie auch schon wieder. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Mein Leib und meine Seele sind erschöpft, meine Wunde pocht. Und ich kann die düsteren Gedanken nicht fernhalten. Ein Schatten liegt auf meinem Verstand und ich kann ihn nicht abschütteln. Früher hat es gereicht, etwas zu tun. Jetzt ist jeder Schritt, als würde ich durch eine dunkle Mine irren. Nein, nein, ich brauche nur etwas Ruhe. Sobald meine Lebensgeister zurückkehren, finden und retten wir Angvar. Achso, finden und retten wir Angvar. Okay, ich werde dich aufsuchen, wenn ich bereit bin. Cool, dann haben wir ja das jetzt auch erledigt. Dann schnappe ich mir jetzt Pferd und Schmied und
düst wieder ab nach Hause. Und wieso kommt sie eigentlich jetzt mit? Okay, das ist strange und vielleicht buggy. Wir sind jetzt daheim und Freya ist uns nicht gefolgt. Sie ist dann tatsächlich irgendwann abgedampft. Pferdilein, du kannst in dein Ställchen. Bitte einmal hier rein. Und du kannst... ja, einfach dort hin. Cool, dann haben wir erstmal alles, was wir soweit heute machen konnten mit Freya. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr habt wieder einen Blick in die Questreihe bekommen, falls ihr dazu irgendwelche Fragen hattet. So Leute, und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Samstagabend und wir sehen uns dann morgen. Bye!